Die sagt halt etwas von einem Sturm. Müssen wir uns Sorgen machen? Sorgen nicht, aber wird schon ein gutes Abenteuer. Aber die Männer sind darauf gedrillt. Ich konnte sie in den Tagen, die wir vor Anker lagen, beziehungsweise ohne euch vor Anker lagen, schon darauf einstellen. Sie sind da so wesentlich geschmierter als noch in Zorgern. Wie machen sich die Schiffsjungen? Besser. Aber man kann nicht viel von ihnen erwarten. Immerhin lernen sie die nächsten paar Jahre noch. Wir sollten auf alle Fälle noch weitere Schiffsjungen anheuern. Dadurch, dass die Visierer bzw. Zulamin, wir sind nicht mehr in Janka, wieder welche weggeschickt hat, kommt nicht gut bei den Tempeln an, wenn wir nur wenige Schiffsjungen oder Halbmatrosen an Bord haben. Hat er Ihnen bisher schon irgendwer gezeigt, wie man Meldungen macht? Tja, gezeigt schon, aber ob sie es verinnerlicht haben, ist eine andere Sache. Wir brauchen jemanden, der sich um sie kümmert und ihnen das gut beibringen kann. Jemand, der geübt darin ist. Meldet ihr euch freiwillig, Diamantes? Hab nicht viele Leute unterrichtet, aber Kinder, wie schwer soll das schon sein? Also bezüglich Meldung, Kapitän, hiermit überreiche ich euch wieder das Logbuch zu eurem Schiff, der Mond soll den Drachentöter. Ein Logbuch richtig übergeben. Erster Kaplan. Übernommen. Genau, Sind wir richtig gut bewandert? übernommen. Er legt dir seine große Hand auf die Schulter und nickt dir zu. Ein Logbuch richtig übernommen. Genau, so macht man Meldung. Aber wer bin ich, dass ich den Kapitän dieses Schiffes maßregel? In der Tat. Gut, ich habe ein paar Notizen und ein paar Einträge drin. Könnt ihr alles nachlesen? Wir haben aktuell 5 Maraskaner in den etwas engeren hinter den Gardinen. Sagt man so? Was haben Sie angestellt? Na, könnt ihr im Logbuch nachlesen. Wache verfehlt. Verstanden. Nun, Diamantes, ihr sollt euch um eure Geschützmannschaften kümmern. Jalan, ihr kümmert euch als Einzel um die Ausbildung. Sicher doch. Sonst noch eine Meldung? Von meiner Seite aus nicht. Hab den Gut, Kurs dann. bereits eingetragen. Janka Elberum 171. Das ist das, was Avianda eben sagte. Geplant sind 17 Stunden, aber kann sich natürlich jederzeit ändern. Gut, dann erkläre ich diese Besprechung für beendet. Jeder geht seinen Aufgaben nach. Natürlich. Wegtreten. Ja, das Wolf klonk nach draußen. Endlich, jetzt sind wir alleine. Dieser Hasswolf. Ich frage mich manchmal, wie die Tolamiden das machen mit ihren kleinen Nussschalen. Und ich glaube, sie sind weniger militärisch gedrillt, sondern nun ja, etwas einfacher gestrickt. Oh nein, ich meinte nur, weil hier draußen ja aus irgendeinem Grund dauernd Sturm weht und ihr kennt deren Schiffe. Nun, sie sehen nicht so aus, aber sie sind durchaus hochseetauglich. Ja, hoffentlich wird das jetzt besser, jetzt wo dieses Ding da zu ist. Also zumindest die elende Flut an Homerian aufhalten. Ja, das ist ja auch schon mal was wert. Oh ja, ich bin schon sehr gespannt, wie das Wasser draußen, wenn wir aus der Bucht raus sind, aussieht. Wir sollten besprechen, was wir mit Elbrum machen, wohin wir uns dort wenden Ankerlichtern! und was für Feinde uns vermutlich erwarten werden. Kolbe. Nun fangen wir doch erstmal damit an, dass ihr uns erklärt, was exakt ihr vorhabt. In Elberum meine ich. Nun, Sulamin hatte eine Vision. Vielleicht könnt ihr sie noch einmal schildern, aller Kürze. Ja, stimmt, ja, allein ihr wart ja krank. Habt ihr noch Fieber? Nein, die gnädige Mutter in Piranabad war sehr, sehr fürsorglich. Ich hätte vermutlich nach einer Woche bereits wieder zurückkehren können, aber. Ich habe euch ja die Sumo-Frischzellentherapie angeboten. Aber ihr wolltet euch ja nicht mit Blättern bedecken und mit Schlamm einreiben lassen. Hätte Eines auch geholfen. Tages, eines Tages vielleicht. Nun, zu Lamin. Nun, jedenfalls, die Vision war schwer zu deuten, wie es Visionen so an sich haben. Aber ich erinnere mich daran, durch das Wasser gezogen worden zu sein, von einer mächtigen Wesenheit. Natürlich war mein erster Gedanke, dass es die tiefe Tochter sei, aber ich hatte nicht das Gefühl zu ertrinken. Nun, außerdem erinnere ich mich daran, dass ich
in der Vision Feuerschlick zu mir genommen habe. Ich erinnere mich widerlich deutlich an den Geschmack auf der Zunge. Und nun, wie ihr vermutlich wisst, kommt Feuerschlick nur vor der elburischen Küste vor. Und jetzt gerade ist die Jahreszeit dafür. Gegen Ende der Vision wurde ich angehoben. Ich durchbrach die Wasseroberfläche und hing irgendwo weit oben in der Luft. Unter mir die See, über mir die Sterne. Und ich hatte das Gefühl, nicht alleine zu sein. Dort waren andere, die von der Wesenheit, die mir all dies zeigte, erdacht worden waren. Ich weiß, das ist eine seltsame Formulierung, aber dieser Satz hallte irgendwie in meinem Kopf nach. Und nun, mehr weiß ich aktuell auch nicht. Und ihr denkt, dass Feuerschlick euch helfen wird, der Sache nachzugehen? Nun, es grenzt zumindest den Ort ein. Und da wir ohnehin den Gedanken hatten, in der Bibliothek von Elborum nach weiteren Informationen zu dem Bild zu suchen, trifft sich das doch ganz gut. Also, ich gehe davon aus, dass Sulamin eine Vision vom grauen Mann geschickt bekommen hat. Das ist relativ einfach, denn das mit dem, man sinkt auf den Grund eines Gewässers nieder, ohne zu ertrinken, das hatte ich auch schon. Ihr erinnert euch, als wir den schwarzen Drachen besiegt haben, da ist mir das auch passiert. Also, Aber ich hatte das Gefühl, dass es eine Frau wäre. Ich könnte mich irren, Boltax, aber irgendwie, ich hatte das Gefühl, es wäre eine weibliche Präsenz. Sonst hätte ich ja auch gleich an Effert gedacht. Das kann ich jetzt nicht so gut erklären. Also, vielleicht ist die weibliche Präsenz halt vom Schalambusen. Es könnte sie sein, die einfach nur versucht, euren Verstand zu unterwandern. Seid auf der Hut. Nimm doch irgendwer mal die Katze vom Tisch. Felixilius, lass das. Lass Abelmirs Becher. Ja, und da sagt doch mal einer, mein Bär wäre nicht gut erzogen. Wann saß Mira das letzte Mal auf dem Tisch? Also. Nun, Abelmir, ich bin nicht ganz sicher, ob eure Nachforschungen, was die Bibliothek angeht, erfolgreich sein werden. Wenn man bedenkt, dass es ein gewisses Maß an Feuerschaden gab, wie ihr euch erinnern könnt. Nun ja, gewiss, aber es ist zu verlockend. Diese Vision war zu klar. Sie weist zu klar auf Elborum hin. Ja, dann geht doch dahin und geht in diese Bibliothek. Das ist jetzt nicht so schwierig. Es könnte natürlich eine Falle sein, aber Joachim und ich werden uns in der Stadt dann vermutlich schon einmal ein wenig Ausrüstung für die Trollzacker bekümmern. Und ich glaube nicht, dass wir uns mehr als 3 oder 4 Tage aufhalten müssen. Es sei denn natürlich, Zulamin erreicht noch weitere Eingebungen. Ja, und das heißt, Abelmir, Zulamin und ich gehen dann in die Bibliothek lesen. Ja, dann habt ihr mal wieder etwas von diesen verdammten Gräumen gehört? Nein, seitdem nicht mehr. Aber ich bin mir ohne jeden Zweifel sicher, dass sie unseren Namen in Elborum gehörig durch den Dreck gezogen haben. Danke. Aber ihr seid nicht gesucht in Elborum, oder? Nein. Selbstverständlich nicht. Wir haben uns etwas unglücklich von der Sultana getrennt. Sie hat uns gewissermaßen aus der Stadt heraus komplimentiert. Aber ich sage euch, die Grolme, die sind an. Also, Grolme sind böse und die stecken hinter allerlei unglücklichen Sachen, die uns widerfahren sind. Er hat recht. Nichtsdestotrotz werden Boltax und Abelmir und ich uns am besten, was Elborum angeht, vor den offiziellen Stellen eher bedeckt halten. Ich bin mir sicher, ihr als nun neugemünzte Visierer von Janka kommt sowieso besser an. Nun, vermutlich, aber wenn bekannt ist, mit wem ich reise, dann ist eure Unauffälligkeit wohl auch hinfällig. Und was ist unauffällig? Je mehr direkte Konflikte wir vermeiden, desto besser ist es für uns alle. Das sollte schon reichen. Ich bin auch nicht sicher, ob ich Iphemia meine Aufwartung machen möchte. Was hattet ihr für einen Eindruck von ihr? Ich habe sie nie persönlich kennengelernt. Aber ich weiß, dass sie nach dem Fall Orons
rehabilitiert wurde. Bei mir schien sie eine Opportunistin durch und durch zu sein. Ein wahrer Wendehals. Ein langes Biest. Pass auf sie auf. Es erschien mir, als wäre sie auf jeden Fall zu klug gewesen, um sich zur Visierer von Janka ernennen zu lassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich trete Jalan unter dem Tisch. Auf jeden Fall. Denkt an die Kolme. Bestimmt haben die ihr böse Sachen ins Ohr geflüstert über uns. Und bestimmt haben die Kolme faule Tomaten gekauft, die sie dann an unsere Schiffe werfen. Ich sehe das schon kommen. Nun, solange es nur Tomaten sind, habe ich damit kein Problem. Es ist euer Schiff. Ihr seid der Kapitän. Und Kolme machen sich über euer Schiff lustig und ihr habt kein Problem damit. Es sind nur Tomaten. Ja, aber von Kolmen. Oh. Wenn ihr so Probleme mit Kolmen habt, kümmert euch um die Tomaten und um die Kolme. Ist das ein Auftrag? Es ist eine Fragestellung. Es ist kein direkter Auftrag, wenn ihr versteht, was ich meine. Also lasst ihr mir freie Hand, mit Kolmen zu verfahren, wie ich möchte. Seid diskret. Das bin ich vornherein. Man kennt mich nur unter dem diskreten Boltax. Das ist mein dritter Name nach verantwortungsbewusst. Nun, das werden wir noch sehen. Hinterlass keine Zeugen. Okay. Ihr seid also noch nicht gesucht in Elberum, richtig? Ich hatte jetzt nicht vor, einen Kolm umzubringen. Das beruhigt mich sehr, Boltax. Ich wollte die Kolme ein bisschen ärgern. Aber... Ja, können wir uns einfach auf die Bibliothek konzentrieren? Ja. Also, Feinde haben wir eigentlich schon genug. Erst die Bibliothek, dann die Kolme und dann segeln wir ganz schnell weg. Ja, von mir aus. Vielleicht könnt ihr euch darauf beschränken, die Kolme zu ärgern, die uns ärgern. Okay. Das lässt uns besser dastehen, wisst ihr? Ja. Diskretion, gesagt. Ja. Sagte ja, mein dritter Name. Boltax, verantwortungsbewusst, diskret, und so weiter und so fort. Nach einer Stunde könnt ihr den Ausrufer hören. Segel am Horizont! Ihr seid gerade an einer der Klippenstreifen vorbeigefahren, direkt immer noch am Küstenstreifen von Janka vorbei. Und als ihr dann dem Küstenstreifen wieder folgt, könnt ihr am Horizont sehen, wenn euch das Fernrohr gereicht wird, wie der Ausguck tatsächlich etwas sieht und recht hat. Auch wenn es stürmt, das Wetter ist bedrohlich dunkel und gerade wenn man raus auf den Golf von Pericum segeln würde, wird es da dann nicht nur dunkel, sondern tatsächlich auch sehr hohe Wellen geben. Und je weiter ihr nach draußen fahrt, desto mehr wird wohl vielleicht Effort, vielleicht Charyptera toben. Und in der Schwärze zwischen den Wellenbergen könnt ihr dann immer mal wieder aufblitzen sehen. Segel. 3 Stück. Ja, das Fernrohr wird ausgepackt und mal in die Richtung geschaut. Vielleicht erkennt man die Segel ja. Ja, es ist dunkel, allerdings sind sie nicht auf maximale Entfernung. Also ich würde mal sagen, eine plus 12 für die Entfernung. Fernrohr erleichtert das Ganze um 7, weil es eben hochwertig ist. Aber die Dunkelheit noch einmal um 5. Dementsprechend sind wir bei einer plus 14? 10. Außer natürlich aus Dämmerungssicht, dann sind es nur 7. Die Hälfte, genau, richtig. Dämmerungssicht würde dann auf die 5 Punkte angerechnet werden, nicht aber auf die 12. Ja, so eine Schärfe plus 10 mach ich. Sind wir jetzt oben bei Hasswolf? Ich gehe mal davon aus, ja, da? Also je nachdem, wer da so stehen will, mir ist es egal. Abel mir wird wahrscheinlich unten sein, weil wenn es regnet, was soll er denn da draußen sitzen? Dann kann dann irgendwie seine Pergamente machen oder im Bett liegen. Ich bin bei Rafim in der Kajüte, weil ich ja seinen Rucksack mal analysieren soll und gucken wegen der Karte. Gut, das kannst du auf alle Fälle mal machen. Odem vermute ich, ne? Genau, ich würfe einen ganz normalen Odem. Ich lasse mir auch Zeit dafür und ich durchsuche dabei natürlich auch so seinen Rucksack und lege alle Sachen vor mich auf den Boden, was da halt so drin ist, um halt nachzugucken, ob oder ob nicht.
Zeit lassen und Sichtbereich. Also ich gucke dann auf den Rucksack und auf ja, die Gegenstände, die da vor mir ausgebreitet liegen. Ja. Jetzt findest du aber den Gotongi, den er schon seit 5 Monaten mit sich rumträgt. Ja, kann passieren. Oder ihm ist gelungen, ja. Frage, ist irgendwas Magisches drin? Rafim würde das am besten wissen. Also das Einzige, was du vielleicht sehen könntest, ist das ein etwas, was Mira um den Hals trägt. Das ist in ihre Rüstung eingearbeitet. Das ist magisch. Ja, da gucke ich aber nicht drauf. Also ich gucke hier nur auf den Inhalt deines Rucksacks. Okay, da ist nichts drin. Alles klar. Finde ich dabei das Papier, also das Yalan ausgetauscht hatte. Ich gehe mal davon aus, ja. Also ich weiß nicht, würde Rafim das behalten? Warum soll das wegschmeißen? Naja, also, das Fleisch wird reingepackt, wenn er das ja, Fleisch nicht mehr hat. Ja gut, aber vielleicht ist die Karte ja auch unsichtbar. Also ich glaube nicht, dass das weggeworfen hat. Das müssen wir Rafim fragen. Stimmt. Er wusste ja, dass es die Karte war, stimmt. Müssen wir mal Rafim fragen. Also, ja, keine Ahnung, liegt da vermutlich auch rum. Gut, dann nehme ich das mal an mich. Und pack dann den Rest wieder zusammen in den Rucksack und das Fleisch, so es dann noch vorhanden ist, ich weiß ja nicht, ob das mittlerweile konsumiert worden ist, würde ich dann natürlich auch wieder zurück in den Rucksack packen und in irgendwas anderem einschlagen. Also wahrscheinlich irgendeiner anderen Seite, irgendeinem anderen Pergament. Wir haben hier an Bord genug. Ich denke, wenn dann das noch dieselbe Seite ist, kannst du auch Ravelmirs Gekritzel dann darauf erkennen. Ja. Falls man, das muss Frosty ja sagen, nur okay, theoretisch ist es da. Erkenne ich das noch drauf, Rosti? Oder ist es vom Fleisch zu versifft? Ist wahrscheinlich zu versifft. Also das so magische Restsignaturen wirst du darauf nicht erkennen, vor allem weil die Schmierzeichnungen von Apelmir sind nicht magisch gewesen, sondern profan. Und das Problem ist auch, dass Yalan eben nicht mit Magie gestohlen hat, noch irgendwie Magier ist. Also da wirst du nichts finden. Ja, noch schöner. Ich meine, OT wissen wir ja sowieso, was passiert ist. Ja, also IT wirst du genau das feststellen. Ist es nicht mit Magie irgendwas passiert? Richtig, aber ich weiß der IT nicht, was passiert genau, ist. Genau, genau. Kannst du das jetzt einfach nochmal verifizieren? Genau. Ja, dafür ist das ja da gewesen. Die Segel am Horizont, das sind 3 Talucken. Ich erkenne die Flaggen von... Erzählungen aus maraskanischen Handelsrouten. Es scheint sich dabei wohl um Piraten zu handeln, Kapitän. Ich bin so dick. Merke Güter. Yalan, also, ihr meint Yalan, aber der ist nur der erste Mat. Kapitän Abelmir sitzt sich unten den Arsch platt. Ach, ja, ich... Und erkennt ihr denn was für Piraten? Wir hatten da mal gewisse Kontakte mit einigen. Mehr kenne ich nicht. Wir sind noch recht weit entfernt. Scheint uns auch bisher noch nicht gesehen zu haben. Aber sie scheinen nach einem lohnenden Ziel zu suchen. Vielleicht sollten wir nicht so aussehen. Wir sehen nicht so aus. Lass die Geschütze ausfahren und die Freiwache an Deck antreten. Nur damit wir etwas mannstärker aussehen. Ich bin mir ziemlich sicher, sie werden es sich anders überlegen. Ich werde den Captain informieren. Nur für den Fall, dass er andere Dinge vorhat. Ja, sehr vernünftig. Diamantes, kümmerst du dich um deine Schützen? Wie auch immer das heißt. Nebelklang, Rappelstein, bemannt die Rotzen. Seid feuerbereit, wenn wir euch brauchen. Gefechtsposition einnehmen! Ja, ich würde einfach mal mich nach vorne lehnen und auf einen der Dukatengardisten nach unten schauen. Hey! Hol mal die Mittelreiche und lass sie auf dem Deck antreten. Und schauen, was sie können. Ich trete dann mit einem Klopfen und dann ohne auf eine Antwort zu warten, war bei mir in die Kabine. Captain? Was los? Wir haben 3 Piraten leewärts. Ich habe die Geschütze ausfahren lassen und die Mannschaft an Deck antreten. Ich bin mir sicher, sie werden keinen Ärger machen. Nun, falls ja, ist es unsere erste Beute. Lass uns einmal schauen. Komm mit. Ich würde dann Jala nach oben folgen, aus Oberdeck. Seht ihr, da drüben. 3 Talucken, sagt man mir. Vermutlich nicht, sonst gefährlich wird, aber ich weiß nicht, ob wir uns mit gut trainierten Mannschaften unbedingt anlegen sollten. Nicht in dieser Zahl. Nun wollen wir mal schauen, ob sie näher kommen. Nach grob 5 weiteren Meilen werden sie euch auch definitiv erkannt haben und ihr könnt erkennen, wie wohl eines der Schiffe abdreht
und euch kreuzt, also auf euch zufährt, während die anderen beiden weiter am Küstenstreifen entlangfahren und dann trotzdem nicht auf Younger Kurs nehmen oder auf euch, sondern wohl eher in Richtung des offenen Meeres steuern, euch aber auch erkannt haben. Das signalisieren sie durch Flaggen. Sie werden aber auch nicht die Piratenflagge streichen, sondern weiterhin aufbehalten. Sie haben sich getrennt. Das heißt, sie wollen uns nicht angreifen, oder? Nun, vielleicht wollen sie uns in eine Zange nehmen. Nun, eins der Schiffe wird uns auf jeden Fall kreuzen, wenn es Kurs beibehält. Das sind da Locken. Ihre Fernbewaffnung ist unterdurchschnittlich. Wir sollten da keine allzu große Angst vor haben. Nun, ich sehe auch keinen Grund, unseren Kurs zu ändern. Lass trotzdem die Rotzen laden und alles bereit machen. Alles ist bereit, Kapitän. Um die nah genug ran, werden wir ein paar Warnschüsse abfeuern. Vielleicht wollen sie ja nur eine Unterhaltung führen. Informationen austauschen. Wir sind ja auch nur Seeleute. Nun, wir werden sehen. Kapitän, unter welcher Flagge segeln wir eigentlich? Unter eigenen, von Janka natürlich. Ach so. Ja, wir sollten kennt die man ja auch. Wir sollten die vielleicht streichen, sobald wir aranische Gewässer verlassen. Und wir werden sehen. Hab mich eh schon gefragt, was das für ein Lappen da oben ist. Kapitän? Ja. Wenn wir gerade über lohnende Beute reden, ich glaube, das Schiff, das einzelne Schiff da drüben zu kennen. Maraskanische Piraten, wie vorhin schon gesagt war. Nun, darauf scheint sich wohl einer zu befinden, auf der sich ein Kopf befindet. Denn das Schiff gehört Kohas Hahn, wenn das denn sein Name ist. Ich meine, Kotnas Hahn? Es kann gut sein. Ich habe ein paar Mal seine Steckbriefe gesehen. 1000 Dukaten ist schon üppig. Den Mann kennen wir vom Sehen her. Erinnert ihr euch auch an mir? Ja. Ja. Ein berüchtigter Pirat. Er segelt die Tiger von Maraskan 4. 4 mittlerweile, ja? Wahrscheinlich wurden die drei anderen Schiffe unter dem Hintern weggeschossen. Nun, jedenfalls ist er auch ein sehr großer Dorn in der Seite des Fürstkomtures. Wir sollten abwarten. Richtig. Nichtsdestotrotz halte ich es für die See als abträglich, sollten wir sein Kopfgeld eintreiben. Warten wir ab, wenn wir in Flaggenreichweite sind, was er uns übermittelt. Wenn er uns querkommt, schießen wir seinen Hintern in die See. Meint ihr, unsere Maraskaner kennen ihn? Würde ich sie fragen? Hasso sagte vorher, dass er ein paar von ihnen zur Strafe eingesperrt hat. Habt ihr mittlerweile nachgelesen, was mit ihnen war, Abelmir? Vermutlich. Ach, egal. Ich frage mal. Er hat doch gesagt, die sind zur Wache nicht aufgetaucht. Das ist üblich. Macht euch da keine Gedanken drum. Ja, das passiert schon mal. Bei den meisten Seeleuten reicht es, wenn man mit einem scharfen Messer und einem reinen Gewissen unter Deck geht und ihnen die Hängematte abschneidet. Ja, oder den Finger, je nachdem, aus welchem Heimatland man kommt. Wir brauchen ihre Finger noch. Ja, deswegen fangen die meisten auch mit Zehen an. Gleicher Effekt, aber steckt die Männer nicht ein. Wir übergehen das einfach, ja? Ja. Flamin geht mal die Treppe runter und hält Ausschau nach einer Matrosin, die maraskanisch aussieht. Ja, kannst du natürlich auch nach kurzer Suche finden und sie dann ansprechen. Oh, Bruderschwester, die Welt ist schön. Wie kann ich euch helfen? Seid gegrüßt. Habt ihr die Talucke gesehen, die auf uns zuhält? Ja, das sind maraskanische Schiffe. Das konnten wir schon sehen, aber wir haben kein Fernglas. Also wir wissen noch nicht genau, welche Schiffe es sind. Wisst ihr mehr? Man sagte mir, das Schiff gehöre einem Kapitän namens Kotnas Hahn. Bruderschwester, die Welt ist schön. Könnt ihr mir etwas über diesen Mann sagen? Selbstverständlich. Er ist legendärer Pirat. Also, was heißt Pirat? Seefahrer. Seefahrer. Ich verstehe. Wen überfällt er denn so? Vor allem Hafaias. Einen nach dem anderen schlachtet er ab und versenkt ihre Schiffe.
alle Ungeschaffenen. Ein Freiheitskämpfer also. Ja, er ist einer der Besten. Nun, das scheint, als wolle er mit uns reden. Er hat schon mit Filiasson gesegelt. Kennt ihr den? Nein. Ich muss euch von ihm erzählen. Ist das tatsächlich die Tiger, die auf uns zuhält? Ich glaube ja. Ich habe irgendetwas von einer Tiger gehört. Oh. Tiger 4? 4? Nein. Seine Schiffe sind nicht gesunken. Wieso 4? Belassen wir es dabei. Das Schiff scheint die Tiger zu sein. Ja, dann kann ich endlich mal mit Kotnas Hahn sprechen. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Und mit Mujia Jian. Wer ist das? Der Bordmagier. Ist er ein Verwandlungsmagier, wenn er von Maroskan kommt? Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin einfache Seefrau. Nun, dann ist heute auf jeden Fall euer Glückstag. Vielleicht werdet ihr diesen großen Kapitän einmal persönlich zu Gesicht bekommen. Oh, ich hoffe, sie können einige Zeit mit uns speisen oder so etwas. Das ist ja ein schöner Tag. Nun, hoffen wir das Beste. Nicht, dass es ihm doch noch einfällt, uns anzugreifen. Hab Dank. Und ich gehe wieder hinauf zu den anderen. Brüder, Schwestern, Gott, das Hahn kommt. Und wir werden sehen. Ja, komm, Gast. Die Signale. Kontaktaufnahme. Seid ihr denn hier so laut? Was ist denn los? Sie wollen Kontakt aufnehmen. Ja. Nehmen. Wie siehst du da drüben? Schiffe. Im Maraskana. Piraten, um genau zu sein. Sie sagt, Freiheitskämpfer. Habt ihr nicht irgendwas von einem Sanin erzählt, dass ihr unter ihm gesegelt seid? Ich denke, diesen Namen auch mit ihm im Zusammenhang gehört zu haben. Ich weiß nicht, ob sie sich freundlich oder feindlich gesinnt waren, aber ich wäre freundlich. Von Sanin hat sie nichts gesagt, aber von einem Filiasson. Ach, Filiasson. Ach, diese alte Kamelle. Ich habe einen Freund, der kennt Filiasson. Tatsächlich? Ja, einer von meinen Elementaren. Ihr solltet solche Lebewesen nicht als solche Wesenheiten nicht als Freund bezeichnen. Wieso nicht? Weil ihnen das falsche Ideen gibt. Ja. Wieso? Nein. Sind unsere Freunde. Jedenfalls. Sonst Reise ist nur eine aufgebauschte falsche Geschichte. Man muss da nicht viel drauf geben. Lass das nicht Haswohl führen. Oder mein Ärztchen. Ich glaube doch nicht wirklich an diese Geschichten mit diesen Hochelfen. Was heißt glauben? Die elementaren Städte gibt es wirklich. Bruder, Schwester Diamantes. Ja? Händigt uns bitte unseren Diskurs aus. Ihr habt ihn eingeschlossen. Wir sind nicht so weit, dass wir Waffen ausgeben. Wir wollen aber die Disken haben. Und zum welchen Zweck? Naja, wenn Kotnas Hahn kommt, dann soll er doch drunter schreiben. Ich denke, die Disziplin an Bord kann es verkraften, wenn wir den Maraskanern ihre Disken geben. Und wollen die einen ihren Waffen, wollen die anderen auch ihre Waffen haben, aber 1-0, wenn ihr ihren Waffen geben wollt, die sind alle in der Waffenkammer. Bruder, Schwester, die Welt ist schön. Die anderen können sich ja auch von diesem Freiheitskämpfer die Waffen unterschreiben lassen und dann kommen alle Waffen wieder. Außerdem in Anbetracht dessen, dass wir die Geschütze sicherheitshalber fertig machen haben lassen, ist es wohl auch als Sicherheitsmaßnahme vertretbar, den Männern ihre Waffen zu geben. Oh, das Letzte, was ich höre, ist gegen Kotnas Hahn ein Manöver zu führen. Gut. Vorher stimmt, klemme ich mir lieber den Schwanz zwischen die Beine und renn weg.